Jetzt kommen zurück zu Blade Force Templar. Mit ein paar haben wir die falschen Armeen zurückgeschlagen. Und wir haben einen neuen, ja, gerade unsere nächste Uniform bekommen. Schick, schick, nicht wahr? So, machen wir weiter in dem Part. In Accra. Bis alle Leute sterben, wenn ich in die Bogenschütze gehe. Hilfe nach! Einer von uns steht am Rad, der andere beschützt ihn. Eure Wahl. Wir bringen sie in Ordnung. Ich drehe, ihr kämpft. Was für ein edler Ritter. Ja, du musst auch drehen, wenn ich dachte, dass du drehen sollst. Riesel, ja, vor sich erreckt. Gut gemacht. Wir können nicht länger eure Schlacht schlagen. Wir müssen gehen. Sie hat recht, Bruder. Wir haben eine Mission. Ich brauche euch noch für eine letzte Aufgabe. Zerstört die drei Trebuchets im Feindeslager. Ist das alles? Sonst nichts? Andernfalls wird die Stadt morgen fallen. Wir geben unser Bestes. Der Ausgang der Tunnel unter Acre liegt in der Nähe des Feindeslagers. Die Sarazenen wissen davon nichts. Das Überraschungsmoment wird auf eurer Seite sein. Als wir in die Tunnel hinabstiegen, wichen die Kampfgeräusche über uns dem Quieken von Nagetieren und einem unheimlichen mechanischen Knacken und Reiben, das uns gemahnte, wachsam zu bleiben. Welche Gefahren uns in der Dunkelheit auch erwarteten, wir mussten den Ausgang hinter den feindlichen Linien erreichen oder die Stadt Acre war dem Untergang geweiht. Die Tunnel von Acre. Früher waren das Katakomben, bis die Templer sie verschlossen haben. Wann? Weshalb? Vor langer Zeit. Den Grund kennt niemand. Ich nehme an, wir werden es herausfinden. Ich weiß gar nicht, was man nicht gucken kann, ob man jetzt alles im letzten... man alles im letzten Kapitel hat. Also von den kleinen Motten und Waffen haben wir alles wenigstens. Hier konnte ich gerade irgendwas machen. Lesen. Die Tunnel sind geschlossen. Gefahr voraus. Stadtrat von Acre. Seht! Fackeln! Ein neues Gameplay-Element. Es gibt jetzt auch Fackeln hier, die wir uns nicht machen können. Was wir auch müssen, damit wir das sehen können. Wartet! Was? Oh, die Ratten! Habt ihr Angst? Dieser Hebel öffnet vielleicht das Gitter. Ja.
Ihr sagt, dies sind Katakomben? Die Katakomben müssten vor uns liegen. Schatzhinweis. Können wir da hochkommen? Jemand hat sich große Mühe gegeben, diese Kisten zu verstecken. Der allgemeine Umgebung. Ihr seht bis Mandy selbst alle fallenden Spuren für One Ort, in dem ihr lediglich in ihrer Nähe steht. Nice. Wie viele beide Helden durch das Tor zu kommen. Ich halte den Hebel, während ihr geht, umsehen. So, das mag ich auch noch eine Fackel mitnehmen. Um den ewigen Frieden unserer gefallenen Brüder zu wahren, habe ich die besten Erschwernisse zum Einsatz gebracht. Mein Leben wird schwinden, doch mein Werk bleibt bestehen. Alan Marcel, Tempelritter. Warum kannst du es von da hinten lesen, mein lieber Sergio? 1000 EP. Ich habe den Hebel gefunden. Ihr könnt jetzt kommen. Wisst ihr, das hätte eigentlich hätte sie quasi im Hebel stehen sollen, aber er auf ihn gesagt hat, ich schau doch um. Wie kann sie? Aber gut. Erschwernisse? Fein. Ein Tor, aber großartig. Zwei Hebel? Wir müssen sie gleichzeitig betätigen. Es muss einen Weg geben, diese Halle zu erleuchten. Bewirkt wohl dieser Hebel? Ich sehe nichts. Es ist zu dunkel. Dort entzündet die Feuerschale. Guck mal hier. Eine Wand zum Öffnen. Gut. Das ist majestätisch. Coole Sache. Okay, hier kommen wir noch nicht durch. Ich sehe druckempfindliche Platten am Boden. Sie schließen bestimmt die Gitter. Noch mehr Tore. Was wohl dahinter sein mag? Seht ihr die Statue darüber? Dies ist die Grabstätte eines bedeutenden Tempelritters. Wir sollten ihm unseren Respekt erweisen. Das geht so schnell. Wir sollten uns trennen. Sagst du es hier bleiben? So. Also wenn wir das jetzt Koop spielen hier, können halt einer unten bleiben, während der andere hier läuft. So müssen wir das mit der KI machen.
Okay, es öffnet da unten an der Gitter. Die Frage, wie das andere Tor öffnen. Hat der eben noch gemacht? Ah, okay, den haben wir nicht gedrückt. Sehr gut. Das optionale Ziel ist nämlich auch noch gemacht. Kann das jetzt nicht an. So, jetzt kann es uns wieder folgen. Die in der Schlacht Gefallenen leben auf ewig in unserer Erinnerung. Amen. Oh, das ist Assassinen. Am Anfang waren es 9. 3 fanden Frieden. Wir müssen uns beeilen. Nur die Ruhe. Die Mamelucken gehen nirgendwo hin. Spürt ihr das? Der Wind. Was denn spüren? Etwas stimmt hier nicht. Seht euch um. Das ist, um genau zu sein. Gesegnet sei euer Name, Bruder. Habt ihr doch euer Leben für die gerechte Sache des Ordens gegeben. Nächstes Bonusziel. Du sollst nicht übermäßig lachen und nicht an Streichen oder Unfug teilnehmen. Du sollst nach Möglichkeit schweigen und nicht deine Stimme erheben, außer um auf dem Schlachtfeld gehört zu werden. Du sollst deinem Zorn nicht freien Lauf lassen. Du sollst nicht klatschen über nichts und niemanden. Übermäßiges Sprechen ist nicht ohne Sünde. Sinnloses Gerede und ungezügeltes Gelächter sind verboten. Du betest 26 Vaterunser beim Aufstehen und 60 weitere vor dem Essen. Insgesamt muss das Gebet jeden Tag 148 Mal aufgesagt werden. Trunkenheit wird nicht geduldet. Auszug aus den lateinischen Ordensstatuten der Templer. Insgesamt fast 700 Stück. Jawohl, 148 Mal pro Tag hat er unser. Was sind wir dabei? Was war das? Fallen. Ich bin nicht überrascht. Wir gehen uns schneller, nice. Ganz gut hier. So viele Klingen. Wer baut so etwas? Dem Anschein nach Bruder Alan Marcel. Ziemlich simpel hier durch. Rollen. Hier kommen wir nicht durch. Suchen wir einen anderen Weg. Großartig. Noch mehr Leichen. Grabräuber, Mörder und dergleichen. Das ist zu grausam. Weitere Fallen voraus. Hast du ja auch getan. Da kommen wir durch. Wir müssen es nur richtig abpassen. Hey, seid vorsichtig. Ich bin immer vorsichtig.
Geht direkt schnell, da waren sie nix. Seltsam, dass alles immer noch mehr oder weniger funktioniert. Ja, ganz erstaunlich. Wir sterben möglicherweise durch uralte Fallen, die noch bestens in Schuss sind. Au. Wir müssen mit denen mitlaufen, anders funktioniert das nicht. Diese alten Baumeister, die angeblich für all das hier verantwortlich sind. Was ist mit ihnen? Ich hasse diese Kerle. Ja, so einfach mal auf der Seite hätten lang laufen können. Jetzt eine Kasse. Jetzt ziehen wir hier den Hebel. Ich halte den Hebel. Ihr geht und seht euch um. Oh, jawohl, Herr. Hier sind noch mehr Fallen. Seid ihr wohl auf? Bestens. Kommt her. Ich komme jetzt durch. Das erste Gitter ist jetzt unten. Ich kann nicht zu euch gelangen. Ganz wunderbar. Und jetzt? Sucht auf eurer Seite nach einem Hebel. Spuren. Das ist nicht lustig. Überhaupt nicht. Stacheln. Jede Menge Stacheln. Da ist kein Durchkommen. Dann werden wir sie unwirksam machen. Seht nur, einige der Stacheln haben angehalten. Tatsächlich. Gut. Wir sind jetzt offiziell getrappt. Weil die scheiß KI zu dumm ist. Welche Spieler werden es, ist nicht passiert. Wir können ihn nicht wiedersehen. Ich kann nur selber jetzt verrechnen, wenn es zu Ende ist. Oh Mann, das ist doch dumm. Als wir in die Tunnel hinabstiegen, wichen die Kampf... Ist nicht lustig. Überhaupt nicht. Stacheln. Jede Menge Stacheln. Da ist kein Durchkommen. Dann werden wir sie unwirksam machen. Seht nur, einige der Stacheln haben angehalten. Hier, hallo. Hier bleiben. Einfach. Verschreit es nicht. Gut. Sag mal. Geh doch. Guck jetzt hier, wenn es einfach ist, ne? Alles klar. Das habe ich nicht. Da habe ich es echt nicht gerechnet. Hinter den Gitterstäben. Da ist etwas. Hebel, seht! Sie öffnen wahrscheinlich die Gitter da drüben. Wo die wohl hingehen?
Ist ja machbar, so. Viel einfacher Rückweg. Mal tun. Gesegnet sei eure Seele, Bruder. Und gewährt mir die Stärke, in der Stunde der Not das nämliche Opfer zu bringen, wie ihr. Drei gingen dahin. Drei werden sich ewiglich erinnern. Okay. Achtung, noch mehr Fallen. Weibliche Intuition? Nein, ich habe nur das Skelett gesehen. So, schon hier durchsneaken. Ihr dachtet vermutlich, ihr würdet hier eine gute Zeit voller aufregender Abenteuer erleben, wie? Nein, ihr seid hier, um zu leiden. Und ich werde euch das Leben persönlich zur Hölle machen. Wer nicht gehorcht, kann gehen. Seht euch eure weißen Habits gut an. Ihr werdet sie stets tragen, sogar beim Schlafen. Waffen und Rüstung dürfen nicht verziert werden. Ich will nicht, dass ihr Memmen ausseht wie Weibsvolk. In euren Dormitorien muss die ganze Nacht Licht brennen, damit Feinde euch nicht aus dem Schatten heraus zur Schlechtigkeit verführen können. Falls ihr einen Brief von zu Hause bekommt, ihr Muttersöhnchen, wird er euch nach Genehmigung durch den Meister vorgelesen. Kapitelmeister der Templer vor neuen Initianten. So. Gang? Unwahrscheinlich. Seid vorsichtig. Mamelucken. Der Ausgang muss ganz in der Nähe sein. Haben die Fallen also doch noch ihr Werk getan? Ein grausamer Tod. Wenigstens ist die Stadt sicher. Da drüben, das muss der Ausgang sein. Gut, seht ihr? So schlimm waren die Ratten gar nicht. Ich höre gar nicht zu. Dachte ich mir. Die Tunnel führten zur verwüsteten Altstadt, genau in der Mitte des Armeelagers der Sarazenen. Unser Ziel war klar. Die feindlichen Trebuchets finden und zerstören, bevor sie die Mauern von Acre zum Einsturz brachten. Wir waren von Feinden umringt und mussten überaus vorsichtig vorgehen. Die Trebuchets müssen vor uns liegen. Gut bewacht, versteht sich. Überrascht? Nein, nur vorsichtig. Wir müssen auf der Hut sein. Ich mache den Part ein bisschen länger. Dann gehen wir in den steinigen Weg. Ich wollte eigentlich Geräusche aus, ausführen. Egal, machen wir es halt so.
Swoop. Viele Schritte von links. Versteckt euch. Ich sollte jetzt da Leichen liegen, ne? Können ihr übrigens auch Kämpfe durchbewegen, wie ihr schon gesehen habt. Drüben, Nachschub. Wollt ihr was davon? Sehr witzig. Helft mir, ihn zu vernichten. Klar haben sie uns gesehen. Okay, die ganzen anderen sind wir. Die Halle rückt auf uns herab. Großartig. Großartig? Es bedeutet, dass die Stadt noch steht. Da oben angeblich. Kommen wir aber, glaube ich, hier nicht hin. So, wir haben sehr viel EP, die wir nicht ausgeben sollen. Wir nochmal machen. 7000. So, geht die Treffer, kriegt sie jetzt auf. Mut und perfekter Block. So. Nehmen wir mal Wut. Müssen wir getroffen werden gegen Inbrunst. Besserte Zähigkeit, Vorstoß. Stimmt nach vorne, wir fahren zurück, der Weg kreuzen, der wurde in einem mächtigen Angriff. Und er hat aber doppelt zurück, und das könnten wir noch machen. Oder Parade, machen wir das Parade. Wir haben es nachher leichter, wenn wir erst die Bogenschützen ausschalten. Da ist einer! Auf dem Turm zu eurer Rechten! Holen uns den doch. Okay, ich würde sagen. Achtung, wir werden angegriffen. Noch mehr Bogenschützen auf jenem Turm. Und das juckt ihn in den Fingern. Und was jetzt? Töten oder nicht? Lasst uns ein wenig Lärm machen. Was? Für einen Tontopf, um ihn abzulenken. Kommen wir denn da oben auf dem Turm? Hier lang. Okay.
Seht nach unten. Das erste Trebuchet. Kein Problem. Nur kein blinder Eifer. Wir sollten uns alles vorher gut ansehen. Keine Stelle würde ich mal sagen, beenden wir den Part. Ich danke euch bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euch einen schönen Tag. Ciao.